Die Stationen unserer zehntägigen Reise reihen sich von Tbilisi, der Weinregion Kachetien, zum großen und kleinen Kaukasus bis zur Schwarzmeerküste Adschariens. In einem nächtlichen Flug über Osteuropa und das Schwarze Meer erreichen wir nach einer Flugzeit von etwa 3,5 Stunden Tbilisi, die Hauptstadt von Georgien. Erstes Ziel ist die nahegelegene Metechi-Kirche. Nach Überquerung der Metechi-Brücke gelangen wir dann zum Bäderviertel mit den heißen Quellen, denen die Stadt ihre Entstehung und ihren Namen verdankt. Also Tbilisi ist eine sehr, sehr alte Stadt. Als Gründungszeit gilt hier traditionsgemäß das Jahr 458, als der König Bahtan Gorgasali, also sein Denkmal ist hier, also die Hauptstadt aus dem Zreta nach Tiflis verlegt hat. Das bedeutet im weitesten Sinne des Wortes die Stadt mit warmen Heilquellen. Die Kirche ist aus dem 13. Jahrhundert. Die Kirche hat hier auch mal so eine schwierige Geschichte. Irgendwann stand hier mal so ein Königspalast und die Türken haben den Palast zerstört, aber die Kirche blieb so erhalten. Mit der Metechi-Kirche betreten wir die erste von vielen Kreuzkuppelkirchen, die uns im Verlauf unserer Reise noch begegnen werden. Sie ist eine typische Form des byzantinischen Kirchenbaus und wird im gesamten Bereich der orthodoxen Kirchen bis heute gepflegt. Wir überqueren den Fluss Mtkvari auf Russisch Kura, der im Nordosten der Türkei entspringt, durch Georgien und Aserbaidschan fließt und nach 1364 Kilometern ins Kaspische Meer mündet. Also von diesen 70 Bädern, wie ich mal so erwähnt habe, gibt es jetzt ja mal so ein paar, so ungefähr 3-4 Bäder in Betrieb. Natürlich werfen wir auch einen Blick in eines der Schwefelbäder, von denen schon Prominente wie Alexandre Dumas oder Alexander Puschkin schwärmten. In der Altstadt findet man noch Häuser mit holzgeschnitzten Balkonen. Also insgesamt Georgien hat so ungefähr bis 5 Millionen Einwohner, aber so 500.000 Georgier sind im Ausland. Es ist ein kleines Land wie Bayern, so groß, aber Bayern ist ja mal so eher so rund und das geht hier, also es streckt sich ja auch so vom Schwarzen bis zum Kaspischen Meer. Die nächste Etappe führt uns bequem per Seilbahn zur Narikala-Festung. Zu Fuß geht es dann wieder hinunter in die Altstadt. Ein umfassender Blick über die Stadt bietet sich von der Ende des 4. Jahrhunderts von den persischen Sassaniden an der schmalsten Stelle des Flusses erbauten Festung. Unter dem Stadtgründer Vahtan Gorgasali wurde sie im 5. Jahrhundert verstärkt und erweitert, später mehrfach eingenommen, zerstört und immer wieder aufgebaut. Innerhalb der Festungsmauern steht die auch für Hochzeiten sehr beliebte Nikolauskirche aus dem 13. Jahrhundert mit sehr schön restaurierten Fresken. Auf unserem letzten Abschnitt überqueren wir die moderne Friedensbrücke
und gelangen zum Marionettentheater und zur Fußgängerzone in der Erekle-Gasse. Das moderne Tbilisi wird repräsentiert vom Präsidentenpalast, der eine Mischung aus Washington-Kapitol und Berliner Reichstag gleicht. Noch futuristischer präsentiert sich die 2010 fertiggestellte Friedensbrücke des italienischen Architekten Michele Di Lucci, über die wir die Gassen der Altstadt erreichen. Der wie zufällig aufgestapelte Kartons aussehende Turm ist das Wahrzeichen des 2010 eingeweihten Marionettentheaters, wo ein Engel die Glocke schlägt. Die dreischiffige Anchi-Shati-Basilika aus dem 6. Jahrhundert ist die älteste Kirche Tbilisis. Vorbei an mehr oder weniger restaurierten Fassaden gelangen wir zur kurzen Fußgängerzone der Erekle-Gasse. Den letzten Besichtigungspunkt, das Georgische Nationalmuseum, erreichen wir mit dem Bus. Und das ist der heilige Georg auf der Säule. Und das Gebäude mit der Flagge da, das ist das Rathaus von Tbilisi. In der Schatzkammer des Nationalmuseums erwartet uns eine Führung zu den spektakulären archäologischen Gold- und Silberfunden aus verschiedenen Epochen. Zurück im Hotel genießen wir den Blick auf die nächtliche Altstadt, die sich am nächsten Morgen wieder bei bestem Wetter präsentiert. Die Hauptkirche des Patriarchen der Georgischen Kirche wurde im 6. Jahrhundert errichtet. Die Sioni-Kathedrale gehört zu der Reihe der Zionskirchen in Georgien. Also der Name ist auf den Berg in Jerusalem zurückzuführen, Maria einschlafen ist. Das ist hier auch eine typische Kuppelkirche, so Kreuzkuppelkirche. Die Kirche ist bemalt von innen, aber die Malereien sind aus dem 19. Jahrhundert und für mich wirken die Bilder sehr russisch. Anschließend verlassen wir Tbilisi in östlicher Richtung. Nach Überquerung des Gombori-Passes gelangen wir nach Tel Aviv, der Hauptstadt der ostgeorgischen Weinregion Kachetien im Tal des Flusses Alasani. Hier links das Glashaus, das ist das Innenministerium von Georgien. Das ist die alte Festung Unjarma. Also die Festung existiert, also nicht jetzt in diesem Zustand, existiert seit dem 5. Jahrhundert. Unser umsichtiger Busfahrer meistert die kurvenreiche Passstraße souverän. Auf der Passhöhe legen wir eine längere Pause ein. Zum Erklimmen der Anhöhe gibt's präzise Hinweise, je nach Kondition. Die
Kurz vor Tel Aviv besuchen wir noch die zwei Klöster Alt und Neu Shu'amta. Wie gesagt, Alt Shu'amta besteht aus drei Kirchen. Das ist ja so ein Klosterensemble. Und die älteste Basilika ist aus dem 5. Jahrhundert. Und dann die zwei Kirchen aus dem 7. Jahrhundert. Das auf einem bewaldeten Bergsporn in etwa 1000 Meter Höhe gelegene Ensemble verödete im 16. Jahrhundert nach Gründung des neuen Shu'amta-Klosters. Im 17. Jahrhundert hat die karetische Königin Tinatin in der Nähe der alten Kirche ein neues Kloster gegründet. Das ist Neu Shu'amta. Die Nonnen dieses Klosters beschäftigen sich mit Ikonenmalerei, Handarbeit, Übersetzungen und Landwirtschaft. Wir erreichen Tel Aviv mit 30.000 Einwohnern, die größte Stadt der Region Kachetien im Tal des Flusses Alazani. Nach Bezug des Hotels fahren wir durch das weite Alazani-Tal zum Abendessen in ein Weingut. Bei einer Führung erfahren wir, dass die Gärung in Tongefäßen, die in die Erde eingelassen sind, typisch für die georgische Weinbereitung ist. Also Sie machen ja hier in diesem Weinkeller den Wein in diesem Tongefäß. Das hier, das ist der Backofen. Hier wird das Brot gebacken. Am nächsten Morgen folgen wir dem Alazani flussaufwärts. Die 56 Meter hohe Georgskathedrale des Klosters Alaverdi war zum Zeitpunkt ihrer Erbauung im 11. Jahrhundert das höchste Gebäude Georgiens. Und die Kathedrale, die wir hier sehen, das ist ja mal so aus dem 11. Jahrhundert, aber im 17. Jahrhundert hat das karetische Königspaar so extra Steuer eingeführt, damit sie die Kathedrale hier restaurieren konnten. Zurück in Tel Aviv besuchen wir noch den Markt, wo es viele georgische Spezialitäten gibt. Was zunächst aussieht wie Würste, sind sogenannte Chuchkrelas. Sie bestehen aus aufgefädelten Walnüssen, die in mit Mehl eingekochtem Traubensaft getaucht werden. Auch heute erhalten wir eine Führung durch ein Weingut mit anschließendem Abendessen. Hier wird uns demonstriert, wie georgisches Fladenbrot auf traditionelle Weise gebacken wird. Anschließend darf man selbst die Herstellung der uns schon bekannten Chuchkrelas ausprobieren. Bevor das Essen aufgetischt wird, dürfen wir noch einen Blick in die Küche werfen, wo gerade Chinkali zubereitet werden. Damit es ja auch so rund ist und das beste Chinkali muss hier eigentlich 19 Falten haben. Es sind Teigtaschen, die mit einer Hackfleischfüllung gekocht werden. Ach so. Heute begleitet uns musikalisch das Trio Kacheti. Anschließend erfreut uns eine Gruppe einheimischer junger Mädchen mit rasanten Tanzeinlagen. Die erste Etappe unserer heutigen Fahrt führt uns nach einem Abstecher zur Wehrkirche von Kremi, Alazani abwärts zum Städtchen Signachi.
Vor uns taucht die Festungsanlage von Kremi am Rand des großen Kaukasus auf. Kremi wurde nach der Trennung von Kachetien und Kartlien 1466 zur Hauptstadt Kachetiens. Die kleine Festung besteht aus einem mehrstöckigen Königspalast aus dem 15. Jahrhundert, der Erzengelkirche aus dem 16. Jahrhundert und einem separat stehenden Glockenturm. Er dient heute ohne Glocken als Aussichtsturm. Seit 2007 Weltkulturerbe der UNESCO wurde die Kirche 1565 von König Levan I. erbaut und bis 1577 mit Fresken ausgemalt. Wir setzen unsere Fahrt entlang dem Alasani fort. Das etwa 2000 Einwohner zählende Signahi liegt auf einem Hügel über dem Alasani-Tal. Um 1722 wurde hier eine Festung gegründet, deren Mauern 23 Türme einschlossen. Viele der Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert stehen unter Denkmalschutz. Modern dagegen ist das Rathaus mit seinem Uhrturm. Von Tbilisi gelangen wir über die ehemalige Hauptstadt Mtskreta auf die georgische Heerstraße, die den großen Kaukasus überquert. Nach Überwindung des Kreuzpasses erreichen wir kurz vor der russischen Grenze unser Ziel Kaspegi. Auf dem Vorsprung eines Bergrückens über der Stadt Mtskreta erhebt sich die Klosterkirche von Tschwari, Georgiens älteste Kreuzkuppelkirche. Also Mtskretos hat ja nach dem Tod des Vaters diese Gegend bekommen als erster Sohn. Er baute hier die Stadt und gab ihr seinen Namen Mtskreta. Also durch die Stadt verliefen ja auch die wichtigen Durchgangswege, also der Zusammenschluss von beiden ja auch mal so diese strategischen Wege ermöglichte den Wachstum der Stadt. Wenden wir uns nun der Kirche selbst zu. Sie wurde 586 bis 604 an einer Stelle errichtet, wo der Überlieferung nach die heilige Nino, die das Christentum nach Georgien brachte, ein großes Holzkreuz errichtet hat. Die spezielle Bauart und die Maßverhältnisse der Tschwari-Kirche sorgten dafür, dass sie als Vorbild für viele andere Kirchen der Region diente. Wir fahren hinab ins Zentrum von Mtskreta. Erstes Ziel ist die Sveti Tsochveli-Kathedrale, die im 11. Jahrhundert erbaut wurde. Sie war über mehrere Jahrhunderte die Krönungs- und Begräbniskirche der georgischen Könige. Einer Legende um die heilige Nino verdankt die Kirche ihren Namen, lebensspendende Säule. Man hat hier also für den Bau der Kirche diese Säule verwendet und deswegen hier auch lebensspendende Säule oder lebensspendender Bau. Und in Tunesien sieht man hier auch 12 Federn von MV, ja auch wieder so 12 Aposteln Christi. Und
Wir verlassen das ummauerte Areal der Kathedrale und gelangen nach wenigen Gehminuten zur St. Tavro-Kirche. Die Kirche ist ja auch verziert von außen, vor allem aber die Kuppel und ja auch mal so die Nordseite der Kirche. In der im 11. Jahrhundert erbauten Kirche befinden sich die Gräber des ersten christlichen Herrscherpaares Georgiens, König Mirian und seiner Gemahlin Nana. Wir verlassen Kreta und folgen auf der georgischen Heerstraße dem Lauf des Araqui nach Norden. Am 1986 fertiggestellten Stausee von Shinwali fahren wir an der Festung Ananuri vorbei, die wir auf dem Rückweg besichtigen wollen. Der weiße Araqui kommt ja mal so von der Region von Kasbegi und die andere aber von Chefsurezien. Und bei Passanauri gehen die zusammen. Die 207 Kilometer lange Heerstraße verbindet Tbilisi mit Wladikawkas im russischen Nordossetien. Am Zusammenfluss von weißem und schwarzem Araqui legen wir eine Pause ein. Deutlich ist zu erkennen, dass die beiden Flüsse ihre Namen zurecht tragen. Die georgische Heerstraße diente bereits im 1. Jahrhundert vor Christus als Karawanenweg zur Überquerung des großen Kaukasus. Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie im Zusammenhang mit der Annexion Georgiens durch Russland für den Transport von Truppen ausgebaut. Die in der Schlange steht und darauf warten, die über die Grenze rüber können. Und jetzt gibt es diese Straße nur noch rudimentär. Also man kann nur einzelne Lastwagen durchlassen. Also ein großes Hindernis jetzt hier. Und das ist der zweite große, die große Mure. Letztes Jahr kam auch wieder eine sehr große, sind 5 Leute gestorben. Im folgenden Abschnitt bis Gudauri müssen 1000 Höhenmeter überwunden werden. Dafür wurden 18 Serpentinenkurven angelegt. Also dieser Wintersportort existiert also als Sportort seit der Wende. Kurz vor der Passhöhe taucht ein monumentales Denkmal auf, das 1983 anlässlich des 200. Jahrestages des Vertrags zwischen Georgien und Russland errichtet wurde. Von hier oben bietet sich ein sagenhafter Ausblick hinab ins Tal des Weißen Araqui. Ein 1824 errichtetes Steinkreuz markiert den Kreuzpass, der gleichzeitig die Wasserscheide zwischen dem Weißen Araqui und dem nach Norden fließenden Tergi bildet. Die Galerien dienen dem Lawinenschutz und werden nur im Winter befahren. Kurz hinter der Abzweigung in ein Seitental erreichen wir unseren Zielort Kasbegi bzw. Stepansminda auf etwa 1800 Meter Höhe. Zwar regnet es inzwischen,
Aber dennoch können wir von unserem Hotel aus die berühmte Dreifaltigkeitskirche auf dem Berg gegenüber erkennen. Nach einem langen Reisetag sind wir nun gespannt, was uns morgen im großen Kaukasus erwartet.